Schule für mich ist wichtiger, weil wenn man etwas Ausbildung machen wollte oder etwas kennen wollte, musst du erst einmal in Schule gehen. Weil Schule ist ein Schlüssel, keine Ahnung, was das in Englisch man sagt, Schule ist ein Schlüssel. Wenn du etwas rein von deinem Zimmer wolltest, musst du erst einmal Schlüssel haben. Wenn du Schlüssel nicht hast, dann kannst du nicht rein. Erst einmal musst du in Schule gehen, dann kannst du andere Dinge machen. Ohne Schule kannst du gar nichts machen. Jeden Morgen, ich trinke Kaffee. Um wach zu werden? Richtig. Wenn nichts, kann ich gut arbeiten. Immer so. Manchmal, wenn wir hart arbeiten, ist besser, kein Problem. Aber manchmal arbeiten ist nicht so hart und müde. Man wollte schlafen, aber wenn Kaffee trinkt, ist besser. Kannst du wach bleiben. Ja, ich will arbeiten. Ganz ehrlich, arbeiten ist auch ein Arbeiten ist gesund. Wenn man nicht arbeitet, immer krank werden. Man muss etwas, deswegen Leute gehen, Fitnessstudio, das ist auch ein Arbeiter. Wenn du arbeiten nicht willst, aber wenn du Fitnessstudio gehst, dann arbeitest du. Oder so joggen, ist ein auch arbeiten. Am besten man muss arbeiten gehen. Das ist alles. Ja, müssen ja. Am Anfang hatten wir so ein bisschen unsere kleinen Sorgen. Richtig. Und als der Ibrahim sich dann an den rauen Ton und manchmal etwas rüderen Ton auf der Baustelle gewohnt hatte, da war alles gut. Ja. Ibrahim wird gerne mitgenommen von jedem Monteur. Die reißen sich darum. Ja, ich wollte Elektrotechniker werden, weil ich sehr interessante Dinge. Ich habe Interesse von der Elektriker und ich sehe, Elektriker ist wichtiger. Elektriker, jeder Person, von Elektriker Mann, ist eine wichtige Person, weil ohne Elektriker man lebt kein Leben. So, wenn Strom fällt hier ein Tag, nur eine Sekunde. Es ist viele Probleme. Alles Problem ist mehr als ein Bus nicht fährt. Nur eine Sekunde, wenn Strom geht, nichts in ganz Deutschland, das ist ein großes Problem. Deswegen ich wollte ein Elektriker werden. Das ist eine wichtige Dinge. Ja gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Danke, tschüssi. Ich mache den auf. Nee, brauchst du gar nicht. Brauchst du gar nicht. Jetzt müssen wir nämlich anschließen. Ach. Guck hier. Was steht da? L1, L2, L3. Mehr brauche ich nicht. Also meine Mutter, die war halt wirklich, die hat mir früh beigebracht, dass wenn man arbeitet, dass man auch Spaß am Leben hat und sich auch, wenn man wirklich arbeitet, sich auch ab und zu mal was leisten kann. Gut, ich kann natürlich auch sagen, hier, pass auf, du siehst es von mir, ich kann es mir nicht leisten, bis in die Puppen zu schlafen. Es muss fertig sein und von nichts kommt nichts.
So einfach ist das. Ich meine, er möchte ja auch den, ich habe es ihm auch dann immer so erklärt, er möchte ja auch, wenn er einen Kühlschrank aufmacht, dass da was drin ist. Ja, wenn man nicht arbeiten geht, dann ist da nichts drin. Also ich habe direkt zu Anfang gesagt, wer wirklich will, der kann auch. Und wer kann, der tut's. Also ich wollte direkt so schnell wie möglich eine Ausbildung haben, also auch einen Praktikumsplatz. Und ich habe dann sofort umgefragt, ich habe meinen Lehrer gefragt. Die hatten dann halt auch mitgeguckt und dann auch sehr schnell eine Stelle gefunden. Tiere werden als Sache gesehen. Ich kenne mich schon aus mit Gesetzen und so. Tiere sind auch Menschen. Jana, das Gesetz ist auf deiner Seite. Ich bin gegen Tierquälerei. Komm, Leute, geh mal schaukeln. Ja, du musst auch schaukeln. Also die Busklasse, das heißt Busklasse, das bedeutet eigentlich Beruf und Schule. Und da lernt man halt Beruf im Berufsleben und gleichzeitig Schule zu machen. Das ist so, man hat mittwochs und donnerstags Praktikum und die restlichen drei Tage hat man Schule. Und am Freitag halt redet man halt dann halt über das Berufsleben, wie es war, wie es gelaufen ist, gibt es Probleme, gibt es Schwierigkeiten. Dass es die Busklasse gibt, wie man jetzt bei mir im Fall sieht, ist ja sehr hilfreich, weil wenn es jetzt die Busklasse nicht geben würde, wäre ich jetzt arbeitslos, also da, und hätte ein Abgangszeugnis. Und halt dank der Busklasse habe ich jetzt meinen Ausbildungsplatz plus einen Abschluss. Also das hat so gesehen dann halt Zukunft komplett gerettet. Hast du das schon mit Dominik und Sasa gehört? Was denn? Die wollen sich wieder trennen. Schon? Ja, ja. Also meine Kritik ist halt nur an die Gesellschaft, dass die halt Geld von den Arbeitenden abziehen. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Weil wir arbeiten ja für unser hartes Geld. Und ich meine, ich habe jetzt einen Stundenlohn von, was weiß ich, 1 Euro, 2 Euro. Und davon kann ich mir gerade mal eine Cola holen. Und wenn ich dann mal in der Hand habe und eine Cola trinke, dann denke ich auch daran, dafür habe ich jetzt eine Stunde gearbeitet. Und halt meine Kritik ist halt, dass das mal eingestellt werden soll, also von den Arbeitenden Geld abzuziehen. Ja, ja, ich will nicht, wenn jemand von mir Geld geben, wenn ich gesund bin. Das ist ein Schlimmer. Wenn man immer zu dir Geld geben, die kann alles schlecht zu dir sagen. Und jeder wissen über meine Situation, das wollte ich nicht machen. Ich wollte nicht von 1 Euro von anderen Leuten leihen. Ich wollte mein selbst Geld verdienen. Deswegen wollte ich. Es ist sehr schlecht für mich, wenn ich Arbeit nicht bekomme. Ich sehe immer, wenn man dann gar nicht arbeiten will, dann wird einem die Arbeit nur schwerer. Also man sollte dann schon was haben, was einem Spaß macht, dann läuft das auch. Geht es einem auch leicht von der Hand. Verkackt. Kennst du Drift? So. Was mir schon jetzt mal gesagt. Später werde ich auch bestimmt Familie und Kind haben. Und da möchte ich die auch natürlich ernähren und für die sorgen. Und das ist halt auch das Wichtigste für mich, dass ich mir später meine Familie ernähren kann, weil ich möchte nicht, dass sie halt von Hartz IV leben. Ich möchte meinen Kindern und meiner Frau was bieten. Also, das ist mir sehr wichtig. Ich kann ganz ehrlich, ich glaube, davor hätte ich am meisten Schiss. Arbeitslos zu sein. Weil so oft, wie ich das schon gesehen und gehört habe, dass wenn man dann arbeitslos ist, dass manche, die eigentlich wirklich arbeiten wollen, dass sie dann wirklich so fertig sind und dann einfach nichts mehr auf die Reihe kriegen. Und es dann auch noch nicht mal mehr schaffen, eine neue
Arbeit anzufangen oder so. Da freue ich ja wirklich am meisten Schiss. Weil ich dann nicht wüsste, was ich wirklich machen soll. Ich habe Angst, dass ich gekündigt werde oder dass ich auf einmal mit leeren Händen da stehe und meinen Job verloren habe. Davor habe ich sehr, sehr Angst. Weil das ist meine Zukunft, meine Ausbildung. Und wenn ich meine Ausbildung verliere, habe ich gar nichts. Davor habe ich sehr Angst. Ja, wenn ich in Afrika bin, dann wollte ich erstmal meine Dinge machen, Elektrik machen, aber das Problem ist von den Kindersoldaten, die hat mir genommen, über Kindersoldaten zu machen. Das will ich nicht machen. Ich wollte meine Elektrik machen und Kindersoldaten in meinem Land ist sehr, sehr gefährlich. Wenn das Problem kommt, egal bist du 14 oder 13 oder wie, die gibt dir und musst du dieser Krieg machen. Und das will ich nicht machen. Soldat gefällt mir nicht.